Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Das Schwarze Auge Memoria mit mir, dem Captain. Und ich habe jetzt herausgefunden, wie das mit den drei Kammern und so weiter funktioniert. Die drei Kammern hatte ich das letzte Mal besucht und habe den Garten des Vergessens gefunden. Er muss wahrscheinlich hier bei dem Monolith sein. Und dann, der hier irgendwo mitten im Rastulzwal ist. Und ansonsten gibt es hier nichts. Also gucken wir mal, ob wir in diesen Garten reinkommen. Und wir Es fühlt sich sind. an wie ganz normaler Stein. Und da unten hat sich ein Symbol aufgetan. Und da tun sich noch weitere Symbole auf. Und es Ich geht muss erst hinunter. sicher gehen, dass ich da auch wieder herauskomme. Okay. Dann schauen wir uns die Siegel an. Es fühlt sich an wie ganz normaler Stein. Ach ja, ich habe ja noch ein Seil hier. Nein. Ach, einfach um den Monolithen hängen. Und jetzt kann ich runtergehen, oder was? Haben wir sonst noch irgendwas hier? Nö, können wir jetzt runtergehen, ne? Was haben wir denn jetzt hier? Hier haben wir einen Stein. Und mehr habe ich hier nicht, ne? Setz dich, Satya. Ach, okay. Du bist tatsächlich gekommen. Setze meine Maske auf. Bin ich jetzt im Und Garten? träume von meinem Namen. Hui, jetzt geht's los. Ach, das ist sein Name. Syl oder was? Was für eine Ehre. Mein Rubin an der heiligen Maske des Zeitdschinns? Satya, ich bitte dich. Damit fehlt mir nur noch der Name des Dschinns. Als ob ich ihn dir jemals verraten würde. Ach, das brauchst du doch gar nicht. Wir sind hier im Garten des Vergessens. Vergessen? Alles, was hier drin geschieht, wird erst wahr, wenn jemand Satinaf davon erzählt. Meine Dienerin wird einfach behaupten, dass ich dich hier gefunden und gefoltert habe, bis du mir schließlich den Namen verrätst. Kein echtes Blut, nur eine kleine Lüge. Aber in den Augen der Welt eine wahre Lüge. Ich werde diesen Ort verlassen und es wird sein, als hättest du mir den Namen wirklich verraten. Aber psst, das bleibt unter uns. Ich werde dich finden und ich werde dich vernichten. Ganz bestimmt. Okay. Ach, der Luftgeist ist da. Na, was ist hier los? Der Luftgeist ist wirklich da, ne? Ohne Hilfe unerreichbar. Hallo? Hallo! Komm. Da. Da bist du ja Ach, endlich. da ist er ja Ich dachte wieder. schon, du lässt mich im Stich. Lass uns hier verschwinden. Ein Luftgeist trägt mich.
Und damit kommen halt. Wir raus. Eine Bewegung und du bist tot. Klettere zurück in das Loch. Sofort. Du bist ein Straßenmädchen, richtig? Halt den Mund. Ja, bist du. Du bist nicht tätowiert. Kasim hat es schon immer geliebt, mit kleinen armen Mädchen zu spielen. Halt den Mund. Na los, drück ab. Das ist mein letztes Wort. Spring in das Loch. Aha. Okay. Was hast du Satinaf erzählt? Wie hat Kasim mich gefoltert? Hm? Ich schieße gleich. Tu es doch. Töte mich. Ich kann nicht. Ah. Du kannst mich gar nicht töten. Jedenfalls nicht hier draußen. Du hast erzählt, ich wäre im Garten gestorben, richtig? Hör auf! Aber wie kann ich dann hier stehen und mit dir reden? Bei den Göttern. Wo ist's ihr hin? Satinaf hatte das Mädchen zerfetzt. Er korrigierte damit den Lauf der Dinge. Der Prinz vergaß wieder den Namen des Djinns und Satya war wieder frei. Mein Luftgeist brachte sie auf die fliegende Feste und erstattete mir anschließend Bericht. Obwohl es ihm unmöglich ist zu lügen, riet ich ihm bei seinem Bericht zur Vorsicht. Jedes Ereignis, das sich im Garten ereignet hatte, musste so wahrheitsgetreu wie möglich erzählt werden, um nicht der schrecklichen Logik des Gartens in die Hände zu spielen. Hier endet der Eintrag. Das ist alles? Ganz am Schluss. Auf der letzten Seite steht noch etwas. Was ist das für ein Geschrei da draußen? Ich sehe nach. Ja, und jetzt passiert Hieron. Irgendwas Schlimmes, ne? Die Thulamiden wurden im Wald gesichtet. Die Stadt bereitet sich auf eine Hetzjagd vor. Auch das noch. Diesmal stecken die Armee und das Kampfseminar auch mit drin. Kannst du versuchen, sie aufzuhalten? Ich werde sehen, was sich machen lässt. Danke. Oh je. Aber wir sind bei Kapitel 6. Der ganze Wald wimmelt vor Magiern und Soldaten. Am besten teilen wir uns auf. Wie geht es deinem Flügel? Gut. Gut. Dann kannst du den Wald von oben absuchen. Ich bleibe unten. Unser Treffpunkt ist dann wieder hier. Alles klar? Ja. Hoffentlich finde ich diesen Ort wieder. Nuri, das ist dein alter Wasserfall. Du hast hier jahrelang gelebt. Ach so. Ja, stimmt. Bis hat lang. Schon die Hälfte vergessen, ne? Das war Kapitel 5. Und auf geht's nach Kapitel 6. So, wo können wir noch hin? Wir können nur nach unten in den Wald. Gut. Okay, da fliegt jemand. Was haben wir denn hier? Zum Felsen, zum Wasserfall, zum Zeltplatz, zum Waldstück. Zum Waldstück. Okay, und das hier ist Andergast wahrscheinlich. Ins Moor. Ja. Das Waldstück an der Felswand. Das Moor, Anhöhe, zum Felsen. Waldstück, Zeltplatz. Okay, gut. Fangen wir vorne an. Hallo! Nichts. Die Truppen werden schon wissen, warum sie weitergezogen sind. Fahi! Wo seid ihr? Nichts. Okay, Zeltplatz. Ich habe nicht den Befehl zum Anhalten gegeben, Breda. Was soll das? Warum stehen die Truppen still? Wenn die Suche weiter landeinwärts getragen wird, entfernen wir uns zu weit von der Stadt. Andergast wäre den Thulamiden schutzlos ausgeliefert. Aber was, wenn sie uns entwischen? Alle Spuren deuten darauf hin, dass sie sich hier in der Nähe aufhalten. Ich halte es für besser, wir halten die Stellung und gehen gezielt allen Hinweisen nach. Statt planlos Richtung Steineichenwald zu ziehen. Nun gut, ich gebe dir etwas Zeit.
Wenn wir allerdings bis dahin keine neue Spur haben, machen wir es, wie ich es sage. Bis dahin trägst du die Verantwortung. Verstanden. Okay, der Dozent. Okay. Ich will bei der Suche helfen. Gibt es eine Spur? Ja, die Thulamiden waren bis vor kurzem hier. Allerdings wissen wir nicht, in welche Richtung sie anschließend geflohen sind. Besser, du überlässt alles Weitere uns. Es ist hier zu gefährlich für einen einfachen Bürger wie dich. Okay. Ich soll einen Befehl von den anderen Gruppen weiterleiten. Verdammter Heißsporne! Wer auch immer dich losgeschickt hat, sag ihm, dass außer mir niemand Befehle zu geben hat. Es sei denn, sie tun sich nächstes Jahr so sehr hervor wie Breda. Aber davon kann ich wohl nur träumen. Okay. Breda? Breda? Sprich mit mir, wenn du was zu sagen hast, Vogelfänger. Breda ist meinem Ruf endlich gefolgt. Und sie hat sich bereit erklärt, unsere Suche in meinem Namen zu leiten. Ich erwarte, dass sie wieder zu ihrer alten Form aufläuft. Ich werde euch nicht enttäuschen. Das will ich dir auch geraten haben. Wie erfahrt ihr, wenn eine der Gruppen etwas gefunden hat? Ein Bote läuft mit einer Fackel von Gruppe zu Gruppe und hält sie alle auf dem Laufenden. Woran erkenne ich ihn? Du erkennst ihn gar nicht. Er trägt eine verzauberte Schriftrolle, die nur Magier im Dunkeln sehen können. So können wir ihn ohne Probleme erkennen. Ah, okay. Wie war das mit dem Bote? Er läuft von Gruppe, damit wir ihn... Damit kann ich einen... Ich hoffe, ihr findet diese Ungeheuer. Das werden wir ganz bestimmt. Weiß ich, wie ich mich vielleicht als Bote ausgeben kann, ne? Halt! Wo gedenkst du hinzugehen? Ja, in das Zelt, ne? Ne? Heda, nicht anrühren! Der ganze Zeltplatz ist Teil unserer Suche nach den Dämonenbeschwörern. Okay. Die Lampe? Niemand darf in das Zelt der Beschwörer, also... Ja, ist ja gut. Dann verschwinde ich jetzt. Okay, zurück in den Wald. Mensch. Was haben wir hier? Felsen. Ach, den kennen wir doch, den Kerl. Den kennen wir doch. Was haben wir hier? Lichter. Und den Ritter. Sieh an. Er ist auch wieder mit dabei. Ritter Zornbold aus dem ersten Teil. Ritter Zornbold? Ha, wenn das nicht Geron ist. Dich habe ich ja seit letztem Winter nicht mehr gesehen. Wenn ich mich recht erinnere, war das kurz bevor der Seher verschwand. Wie ist es dir seither ergangen, alter Gauner? Ja. Hat deine Gruppe schon irgendwelche Spuren gefunden? Wir wissen, dass die Thulamiden hier einmal von Ost nach West vorbeigekommen sind. Oder von West nach Ost. So genau wissen wir das nicht. Wir können dem auch nicht nachgehen, da uns befohlen wurde, vorerst die Stellung zu wahren. Ich hasse es, untätig herumzusitzen. Ehrlich gesagt, kenne ich euch nicht anders. Es gibt neue Befehle. Wie auch immer sie lauten. Ich darf von Außenstehenden keine Anweisung entgegennehmen. Nur vom Anführer und dessen Boten. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, damit im Mob kein Chaos ausbricht. Okay. Ist der Bote hier? Er war hier. Vielleicht ist er es noch immer. Anders als die Magier kann ich im Dunkeln nicht sehen. Okay, ich suche weitermachen. Dann mal weiter. Gehab dich wohl, Geron. Ich habe ja noch das Odem Arcanum. Hier. Da hinten ist ein magisches Leuchten. Da ist der Bote. Der macht es nicht mehr lange. Bist du der Bote? Leider. Gerade will ich einfach nur noch schlafen. Boten ablösen? Wenn du so müde bist, dann lass mich doch machen. Das geht nicht. Ich habe mich zu diesem Dienst verpflichtet. Ich bringe ihn auch zu Ende. Und solange nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt, schaffe ich es auch. Okay, die Schriftrolle? Was hat es mit der Schriftrolle auf sich? Das ist eine magische Schriftrolle. Die Magier können sie im Dunkeln glitzern sehen und greifen mich da nicht an. Was steht drauf? Nichts. Wichtig ist nur, was ich selbst zu sagen habe. Alle Befehle müssen erst durch mich durch. Das macht mich zu einem der wichtigsten Männer hier. Okay. Hör auf, hier rumzusitzen. Du musst weiter. Ich war gerade erst bei allen Gruppen. Ich habe eine Pause verdient. Na gut, schlaf gut. Mal gut. Ich versuche nicht. Okay, also hier ist der Bote. Zurück in den Wald.
Ah ja, da ist der Bote da rüber. So, dann haben wir hier. Sie ist zu steil. Da kommt niemand rüber. Sie ist zu steil. Da kommt niemand rüber. Okay. Hey! Fahi! Hier sind sie auch nicht. Sie ist zu steil. Gehen wir mal in dieses Waldstück. Was haben wir hier? Ein Jungmagier und eine Gruppenleiterin. Sie bemüht sich, beschäftigt auszusehen. Jung, hartnäckig und ein wenig verloren. Gut, was sagt die? Ida. Habt ihr schon etwas gefunden? In diesem Waldstück? Nein. Wir sind auch gerade erst angekommen. Ursprünglich waren wir zwei Gruppen, die die Waldstücke nördlich und südlich von hier durchkämmt haben. Aber ohne Erfolg. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Es gibt neue Befehle. Junge, ist dieser Mann der Bote? Nein, Herrin. Er ist nur ein einfacher Dann darf ich keine Befehle entgegennehmen. Okay. Viel Erfolg. Dann weitermachen. Müssen wir mal gucken, dass wir jetzt den Boten kriegen, ne? So, ach, da ist der Anhöhe hinauf, zum Ufer, ins Moor, zum Wasserfall. Okay, was haben wir hier? Noch einen. Wen haben wir denn hier jetzt? Noch ein Gruppenleiter. Mob. Wo hat er sich nur versteckt? Hier ist er auch nicht. Okay. Du schon wieder. Ich helfe bei der Suche. Stimmt. Das ist doch dein Fachgebiet. Ungeziefer fangen. Dann zeig mal, was du kannst. Habt ihr schon Spuren von den Tulamiden? Nein. Werden wir hier auch nicht finden. Wir waren bereits vor der Suchaktion hier. Auf einem Übungsmanöver. Wenn sich die Ratten Richtung Moor geschlichen hätten, hätten wir es gesehen. Okay. Viel Glück noch. Na gut. Nori sollte inzwischen wieder zurück sein. Ja, ich durchkämme hier trotzdem nochmal den Rest. Zum Ufer. Da sind Lichter. Hier ist er wohl nicht. Sonst. Dann benutzen wir jetzt nochmal unser Odem. Wieder nichts. Irgendwo muss er doch sein. Okay, am Ufer ist er nicht. Ins Moor sind wir noch nicht gegangen. Was haben wir denn hier? Ah, ein Baumstamm und ein Floß. Und da drüben Fluss, morsches Seil, Lichter. Hier muss doch was passiert sein, ne? Bevor er nicht an beiden Ufern festgebunden ist, ist es viel zu unsicher. Ja, habe ich nicht noch irgendein Seil oder irgend sowas? Ach, das ist gerissen. So, jetzt kann ich es wieder festmachen. Sehr gut. Jetzt kann ich rübergehen, oder? Ich lasse es lieber, wo es ist. Jetzt gucken wir gerade nochmal nach Odem. Wieder nichts. Okay, und? Was ist denn da im Fluss? Der Boden ist schlammig. Wie der Treibsand, von dem Giacomo mal erzählte. Ich gehe besser kein Risiko ein. Ja gut, deswegen darüber. Gut, gehen wir tiefer ins Moor. Was haben wir denn jetzt hier? Komm raus. Du bist gar nicht der Bote. Bei den Zwölfen, wie lange dauert das denn noch? Wer bist du denn hier? Sehe ich da Verbissenheit oder Unzufriedenheit in seinem Gesicht? Du siehst unglücklich aus. Unglücklich? Ich bin wütend. Seit wir hier im Moor angekommen sind, warten wir auf weitere Anweisungen. Aber der Bote mit den Befehlen kommt und kommt nicht. Wenn du ihn siehst, schick ihn her.
Okay. Glaubst du, die Tulamiden waren hier? Nein. Sie waren auf keinen Fall hier. Niemand kommt freiwillig hierher. Und wenn, dann sind sie schon lange im Morast versunken. Ach gut, dann weitermachen. Danke. Gut, gehen wir zurück. Dann gehen wir wieder her. Und wenn man zerstören kann, zerstören wir es auch wieder. Und dann gehen wir wieder raus. So. So, da hinten ist noch der Wasserfall. Tiefer ins Moor. Zum Ufer. Die Anhöhe hinauf. Was war denn das hier? Aha, die Anhöhe hinauf. Ich glaube, zum Wasserfall war ich jetzt noch nicht. Ah ne, da komme ich ja her. Okay. Da ist Nuri. Was erzählst du mir jetzt? Hast du sie gefunden? Nein. Der Wald ist viel zu groß. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir müssen uns beeilen. Du wirst immer mehr zu einem Raben. Du hast sogar fast schon vergessen, wo wir hier sind. Das stimmt doch gar nicht. Da hinten ist meine Höhle. Hier wohne ich. Du wohnst hier schon seit letztem Herbst nicht mehr. Nicht? Nein. Du wohnst bei mir in der Stadt. Stimmt. Ich erinnere mich. Na gut. Nuri gezielt losschicken. Ich möchte, dass du bei deiner nächsten Runde eine ganz bestimmte Strecke fliegst. Welche denn? Wo sollst du denn jetzt mal hin, ne? Na gut, gucken wir mal. Dann starte ich jetzt mal am Felsen, weil da kann ich nicht hin. Beginne am Felsen und flieg dann weiter. Am Fluss entlang? Bis zum Moor. Bis zum Moor. Anschließend kehrst du hierher zurück. Gut, bis gleich. Geron! Aha. In den Ästen eines Baumes sitzt ein kleines Mädchen. Wo genau? In der Nähe vom Fluss. Vor dem Baum stehen ein Mann und eine Frau. Die Frau liest in einer Karte. Darf ich versuchen, sie abzulenken? Puhuhu. Nee, bleib erstmal hier. Na gut. Gut. Okay, ach, da ist der Bote. Der ist jetzt hier hingegangen, ne? Da sieht man das Leuchten immer von der Fackel. Gehen wir gerade noch mal dahin, ne? Den wir jetzt mit allen geredet haben. Der macht es nicht mehr lange. Tja. Noch wach? Geht so. Gut, ablösen, ins Moor schicken. Ah, okay. Warst du schon beim Suchtrupp im Moor? Ich hatte gehofft, es merkt keiner. Das ist so weit ab vom Schuss. Ich dachte, ich kann das Moor auslassen, bis es neue Befehle gibt. Naja, der Gruppenleiter ist ziemlich sauer deswegen. Ach, ja. Ich mache mich ja schon auf den Weg. Ja, dann auf. Dann geh ins Moor. Versink im Moor am besten. Was ist denn los hier? Und? Na, dann schlaf mal gut. Ach, okay. Pennt jetzt hier, oder was? Na gut, dann sind wir jetzt der Bote. Tada! Also. In welchem Waldstück ist denn das jetzt? In diesem hier?
Hier war das mit der Frau. Ach, genau. Hier. Gut, reden wir mal mit der Dame. Befehle weiterleiten. Es gibt neue Befehle. Junge, ist dieser Mann der Bote? Er trägt zumindest das Zeichen des Boten. Das soll mir reichen. Was sind die Befehle? Eure Gruppe soll die Suche in diesem Waldstück abbrechen und weiterziehen. Den Fluss entlang? Da kommen wir gerade her. Aber nun gut. Befehl ist Befehl. Ich werde allerdings nicht das gesamte Waldstück aufgeben. Junge, du bleibst hier. Schrei, wenn du etwas Verdächtiges siehst. Zu Befehl, Herrin. Okay. Damit laufen die jetzt weiter. Okay, also hier befinden sie sich in dem Waldstück. Eine wäre ich schon mal los. Tja, gut. Eine wären wir los. Jetzt kann vielleicht Nuri doch ablenken, ne? Nuri, ich brauche deine Hilfe. Komm, jetzt kannst du die Gruppe ablenken. Kannst du versuchen, den Suchtrupp von dem Mädchen fortzulocken? Huhu, hier bin ich. Was? Wer ist dort? Hey, hier ist jemand. Komm schnell. Beeil dich mal, ich bin gleich weg. Hey, wo bleibt ihr? Warte nur, dich schnapp ich mir. Und? Es hat geklappt. Er ist jetzt weg. Gut gemacht. Super, dann gehe ich da jetzt mal hin. Und kann mit dem Baum reden. Du kannst runterkommen. Sie sind weg. Wo ist Papa? Das wollte ich dich gerade fragen. Er ist am Wasserfall. Du hast ja wirklich einen sprechenden Raben. Ich habe Fahi gefunden und zum Wasserfall geschickt, wie du es wolltest. Zwischen hier und dort sind sehr viele Menschen. Ich werde versuchen, eine Schneise zu schlagen und das Mädchen durchzuschmuggeln. Vielleicht kann Breda mir dabei helfen. Beeil dich! Diese Jäger machen einen klügeren Eindruck als du. Okay. Kann ich die Truhe auch aufmachen? Da ist nichts drin. Dann gehen wir ins Zelt. Komm. So, die Truppen haben nun lange genug gewartet. Deine Strategie hat uns nur Zeit gekostet. Ich gebe dir noch eine letzte Gelegenheit. Wie sieht unser weiteres Vorgehen aus? Du schon wieder. Langsam wird es lästig. Verschwinde. Wartet. Vielleicht hat er etwas Wichtiges zu sagen. Dieser Mann schleicht seit Tagen um dich herum. Dir ist wohl nicht bewusst, dass du noch andere Vorzüge hast als dein strategisches Geschick. Ich will dich nie wieder in der Nähe meiner Nachfolgerin sehen. Hast du verstanden? Ich... Raus! Und nun zurück zu unserem Problem. Enttäusche mich bitte nicht. Das ist die Gelegenheit. Breda muss die Truppen bewegen, damit der Weg zum Wasserfall frei wird. Aber wie sage ich ihr das, ohne dass er es mitbekommt? Ach, hier hinten ist die Zeltwand. Okay. Da kann man rangehen. Mhm. Sie ist so, wie ich sie vor 2 Tagen zurückgelassen habe. Also. Ich mache nur einen kleinen Riss. Das kann nicht dein Ernst sein. Das entspricht nicht der hohen Kunst der Strategie, wie ich sie dich gelehrt habe. Wenn ich es nicht besser wüsste, müsste ich glauben, du hieltest uns absichtlich auf. Aber was ist, wenn sie wirklich einen Dämon beschworen haben? Dämonen sind chaotische Wesen. Sie handeln nicht nach unseren Regeln. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Nun gut. Aber sei dir bewusst, du wandelst auf einem sehr schmalen Grat. Ich habe dir die Befehlsgewalt aus purem Vertrauen in deine Fähigkeiten übertragen. Ich kann sie dir jederzeit wieder wegnehmen. Die Zukunft unseres Königreichs steht auf dem Spiel. Als ob dieses stinkende Loch je eine Zukunft hatte. Dies ist deine letzte Chance. Wie lautet dein nächster Befehl? Ich muss ihr irgendwie ein Zeichen geben. Und ich glaube auch schon weh, ne? Spanne den Bogen ja nicht zu weit.
Die Situation ist folgende. Wir haben keinen Überblick über die nördlichen Wälder. Gleichzeitig dürfen wir uns nicht zu weit von der Stadt entfernen und deren Schutz gefährden. Ich bin dafür, einzelne Spähtrupps vorzuschicken. Andraus Gruppe soll aus der Region nördlich der Steine abrücken und Richtung Steineichenwald aufbrechen. Das würde eine Schneise in unsere Aufstellung schlagen. Man könnte sich leichter an uns vorbeischleichen. Aber die Stadt wäre gesichert. Es herrscht viel Angst und Wut in den Truppen. Wir dürfen nicht kopflos unsere Sicherheit aufs Spiel setzen. Gut. Ich werde den Befehl geben. Aber wenn ich merke, dass das ein gezielter Verwirrungsversuch war, dann gnaden dir die Götter. Wir sprechen dann von Hochverrat. Ich möchte deinen Kopf nicht unter einem Beil wiedersehen. Keine Sorge. So weit wird es nicht kommen. Geschafft. Okay. Damit sollten sie jetzt durchkommen können, ne? Geron, warte! Es tut mir leid, dass ich dir so viel Ärger bereite. Ach, Unsinn. Wir haben ein Problem. Ein zweiter Suchtrupp soll Richtung Wasserfall aufbrechen. Ich soll ihn leiten. Verdammt! Fahi ist dort! Ja. Ich werde versuchen, sie vom Weg abzubringen. Aber das wird nicht leicht. Haltet euch ruhig. Ich kümmere mich um den Rest. Nicht ganz so spannend wie in der gorischen Wüste, aber immerhin. Wir sehen uns. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Oh ja, ich hoffe es auch. Ich muss sagen, Giacomo hat nicht zu viel versprochen. Du bist ein wahrer Held, Geron. Ich stehe tief in deiner Schuld. Freu dich nicht zu früh. Noch ist Bredas Suchtrupp in der Nähe. Wir müssen vorsichtig sein. Wenn die Nacht rum ist, werden wir Andergast verlassen. Viel zu kaltes Wetter. Und die Leute haben keine Ahnung von Gastfreundschaft. Aber was ist mit unserem Abkommen? Das ist geplatzt. Was? Ich meine damit, du musst das Rätsel nicht mehr lösen. Du hast meine Tochter gerettet. Das ist mehr, als ich jemals von dir verlangt habe. Heißt das, du wirst Nuri zurückverwandeln? Ja, das heißt, nein. Nicht ich werde es tun, sondern er. Oh nein. Keine Angst. Er ist ein Freund. Salam, Geron. Ich denke, die Zeit des Versteckspielens ist nun rum. Ach. Unser Herr, unser guter Freund, der starb, ne? Wer bist du? Oh, das ahnst du doch schon längst, nicht wahr? Einst ein Mensch, dann ein Zauberstab und inzwischen irgendwie beides. Ich sehe schlimm aus, aber bei weitem nicht so schlimm wie die Dinge, die ich gesehen habe. Warum bist du hier in Andergast? Was suchst du hier? Um das zu verstehen, musst du wissen, wie Satyas Geschichte zu Ende ging. Also bald. Ich fürchte, Geron ist raus aus unserem Geschäft. Wirklich? Schade. Ich kann mir vorstellen, du hast eine Menge Fragen, richtig? Ja, ich habe auch eine Menge Fragen. Aber die beantworte ich mir dann erst in der nächsten Folge. Also, bis zum nächsten Mal, sagt der Captain.